Leipzig, auch bei uns hier in meinem afrikanischen Staat. Haben Sie schon irgendwann mal an die Fresse bekommen? Und wir werden weiter daran arbeiten, dass niemand allein auf sich gestellt bleibt. Für Blödheit, wie Sie da erzählen, ist schon einmal grenzenswert. Cannabis reicht ja nicht, sondern da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth. Über 50% der Politiker schwer Geisteskränze. Sie sind schwer narzisstisch. Dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt. Wir sollten Europa nicht den Laien überlassen. Egal, was das Szenario zum Schluss sein wird, wir werden diesmal sehr gut vorbereitet. Karl Lauterbach hat Medizin studiert, aber er ist kein Arzt. Moin Moin, herzlich willkommen zu Nachgerichtet. Heute haben wir den 11.10.2022. Ja, Dienstag ist, meine Güte, der Oktober, ne? Golden ist er. Ja, vorhin ein bisschen durch die Gegend gefahren, überall, ja, sieht das schick aus. Blätter sind alle schön bunt. Ein Traum, würde ich sagen. Tja, Nachrichten, was soll man sagen, gibt es natürlich auch wieder. Entschuldigung erstmal dafür, dass es mal wieder ein bisschen später geworden ist. Ja, ganzen Tag unterwegs gewesen. Dann sogar noch eine Runde spazieren gewesen. Selbstverständlich, ja. Ich gehe zweimal die Woche spazieren. Einmal montags, einmal dienstags. Ja, und wenn samstags noch ein bisschen was los ist, bin ich auch noch unterwegs. Ja, aber genug geschwafelt darüber. Ja, was soll man sagen? Nachrichten sind zurzeit wirklich cool. Weil irgendwie kommt es tatsächlich immer mehr nach oben. Der ganze Blödsinn und ja, was wir uns da irgendwie verkaufen wollen. Ist zwar nichts Gutes, wissen wir alle. Und die Nachrichten sagen uns jeden Tag immer mehr. Schauen wir auch gleich mal rüber. Nicht wundern, ich habe eine neue Kamera. Oder was heißt eine neue? Eigentlich ist es meine alte. Ich hatte die ganze Zeit was Neues ausprobiert. Aber ja, durch den Umzug bin ich nicht mehr so stark mit dem WLAN verbunden. Und da funktioniert die nicht ganz so. Deswegen habe ich die gute alte mit dem Kabel rausgeholt. Ich hoffe, das sieht nicht, ist tatsächlich nicht so streifig, wie das hier gerade bei mir aussieht. Sonst muss ich da tatsächlich mir tatsächlich irgendwann nochmal eine neue anschaffen, weil das sieht ja irgendwie. Na egal, das würden wir heute auf jeden Fall schaffen. Da gehe ich stark von aus. Deswegen kicken wir mal rüber, weil ich bin ja auch nicht so interessant, sondern die Nachrichten sind das ja, die so interessant sind. Und da haben wir ja ein deutlich angenehmeres Bild. Sagen wir es mal so. Ja, die liebe Technik, ab und zu, die macht einen immer einen Strich durch die Rechnung, man will und die will nicht. Ja, mir wurde letztens gesagt, das Problem sitzt immer zwischen Monitor und Stuhl. Tja, was soll man dazu sagen? Ja, da hat jemand recht gehabt, weil so fit, was Technik angeht, bin ich persönlich nicht. Ich kriege zwar immer alles hin, dass es funktioniert, aber was soll man sagen, ab und zu ist es halt nicht ganz so toll. Aber es funktioniert. So, was haben wir hier? Geldstrafe für Fehlinformation. PayPal rudert nach Zensurvorwürfen zurück. Ja, wie ihr hier unten seht, ich arbeite auch mit PayPal. Ja, ich habe da bis jetzt noch nicht so die Probleme gehabt. Jedenfalls nicht wirklich. Bis jetzt funktioniert das ganz gut. Ich kann damit eigentlich alles machen. Und ich lasse mich überraschen, wie lange es bei mir noch gut geht. Ich kenne ein paar Streamer, die waren so unerwünscht, da haben PayPal glatt das Konto gekündigt. Ja, auch schön. Ich bin mal gespannt, wie lange es bei mir hält. So lange habe ich es da unten. Und mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Ne? Wie gesagt, immer nur, es ist immer eine freiwillige Sache. Kein Muss, kein Zwang. Ich mache alles kostenlos und nur für euch. Und
für mich auch ein bisschen, weil mich das halt super interessiert, was Nachrichten angeht. Da bin ich immer ganz vorne mit dabei. Ja, das ist natürlich auch nicht so eine ganz so schöne Nachricht, ne? Riesenansturm auf Tafel in Sachsen. Kein Geld für Essen, Decken und Jacken. Ja, die Armut kursiert tatsächlich überall rum. Ja, es reicht aber doch nicht, um noch mehr Menschen auf die Straße zu holen. Weil da fehlt noch ein bisschen, da hatte ich mich vorhin auch ein bisschen nett mit einer Dame unterhalten und muss immer, was heißt sagen, leider, um Gottes Willen. Ich kann immer noch sagen, mir geht es relativ gut. Ich muss jetzt nicht jeden Cent irgendwie einzeln umdrehen. Aber dafür habe ich auch ganz, ganz lange hart gearbeitet, um das jetzt ein bisschen genießen zu können. Sagen wir es mal dezent so. Und ja. Ja, nennen wir es einfach mal so. Ich muss halt ganz viel dafür tun, dass es zurzeit so in Anführungszeichen gut geht. Mir geht es jetzt nicht schlecht, aber ich kann jetzt auch keine Riesensprünge machen, um Gottes Willen, so das nicht. Aber ich kann ein bisschen vernünftig leben und sehe mich dann immer so ein bisschen so, ich will nicht sagen als Durchschnittsmensch, um Gottes Willen, dann bin ich auch noch ein bisschen darunter. Aber solange es den meisten oder ich sag mal den Mittelstand immer noch zu gut geht, wird das glaube ich auch noch nicht so viel passieren. Habe ich aber auch schon vor 2 Jahren gesagt. Ja. Da muss es selbst den Mittelstand auch nochmal ein bisschen deutlicher treffen, dass es die dann auch irgendwann mal auf die Straße geht. Ja, wie gesagt, schade zu lesen, 40% in den letzten Monaten gestiegen. Der Bedarf sei um 40% in den letzten Monaten gestiegen, so Tafelchef. Ja, Hüttner, schade, schade. Finde ich persönlich immer schlimm zu lesen, um Gottes Willen. Soll jetzt nicht heißen, dass es irgendwie alles toll und alles schick ist, um Gottes Willen. Ich würde lieber andere Nachrichten auch präsentieren. Ja, linke Politikerin fragt Melnok, wieso kämpft ihr Sohn nicht in der Ukraine? Wer Melnok ist, wissen wir, denke ich schon, wenn ihr es nicht wisst, das ist der ukrainische Botschafter, der hier in Deutschland ist. Der hat einen, jetzt muss ich lügen, ich glaube 19-jährigen Sohn oder 20-jährigen, irgendwie sowas um den Dreh. Und der wird ja Ende Oktober, geht er in die Ukraine wieder runter und da hat eine linke Politikerin gefragt, warum denn ihr Sohn nicht kämpft. Er sagt, ja, in der Ukraine sind Studenten ausgenommen davon. Ah ja. Ja, er studiert hier auch noch ein bisschen weiter. Tja. Der Melnik hat es mit der Sprachwahl nicht so ganz so, weil... Wie hat er so schön gesagt, ich zitiere, Zitat, wie tief kann diese puputische, stalinistische, menschenverachtende, herzlos grässliche Partei moralisch noch sinken? Viel Glück bei der morgigen Landtagswahl in Niedersachsen. Ihr Gewissenlose, kümmert euch um euren linken Dreck. Zitat Ende. Ja, der hat da ja tatsächlich auch mit dem Anschlag da auch ein bisschen was davon gelassen. Also seine politische Wortwahl finde ich jetzt nicht ganz so toll. Bin ich ganz ehrlich, man könnte das auch anders ausdrücken. Sagen wir es mal so. Ja gut, schauen wir mal, wie weit es da geht. Ende Oktober ist er ja eh nicht mehr da. Mal gucken, wen wir dann kriegen. Ukraine ruft Bevölkerung zur abendlichen Stromsparen auf. Ja, zwischen 17 und 22 Uhr sollen die Menschen da tatsächlich nicht ganz so viel Strom verbrauchen, weil da ist ja der ein oder andere Anschlag auf die Kernenergie und sowas da drauf und ein bisschen der Stromnetz ist zurzeit ein bisschen überlastet und die müssen auch sparen da unten.
Da habe ich noch was ganz Geiles. Gleich, auf jeden Fall. Weil das wusste ich persönlich auch noch nicht, aber da kommen wir gleich noch dazu. Für alle, die auf Facebook und Telegram sind, ne, die können das vorher schon lesen, worum es sich gleich handelt. Ich bin tatsächlich vorhin ein bisschen aus den Socken gefallen. Kommen wir gleich zu. Ja, hier sagen auch ganz viele Börsencrash in wenigen Tagen. Oktober wird die Schocks von 1929 und 1987 wiederholen. Ja, hier geht es auf jeden Fall, es ist ein etwas längerer Text, es ist eigentlich ein englischer, den habe ich mal ein bisschen ins Deutsche übersetzen lassen. Und da prognostizieren die, dass die ganzen Crash damals immer um Oktober rum passiert sind. Und da sieht das irgendwie im Moment nicht ganz so toll aus mit unserer Börse. Da dürfen wir uns auf jeden Fall überraschen lassen, weil da sind ja auch so manche Banken in Deutschland oder in der Schweiz extrem in Schieflage. Mal gucken, in welche Richtung das Ganze geht. Ja, danach hat sich das mit jeglichen Wohlstand, denke ich mal, vollkommen erledigt. Weil wenn das rumst, na herzlichen Glückwunsch. Um UN-Sanktionen zu umgehen, Ungarn und Serbien planen neue Pipeline für russisches Öl. Nein, doch. Die wollen auf jeden Fall stabiles Öl haben und bauen mal kurz eine Pipeline. Sehr schön, so wird's gemacht. Da schließen sich zusammen Ungarn und Serbien, bauen mal kurz eine neue Pipeline. Sehr schön, so wird's gemacht. Netzprobleme. Koop, Kartenzahlungen wohl erst am Dienstag wieder möglich. Ich denke mal, heute hat es wieder irgendwann funktioniert. Ich weiß es nicht, ob es tatsächlich so funktioniert hat. Das weiß ich nicht. Man konnte überall nur noch mit Bargeld zahlen. Ja, sehr schön. Wie war das noch mit der Raiffeisenbank? Wollen die nicht überall ihre Filialen schließen? Man kommt nicht mehr so leicht an Bargeld ran. Ist super Plan, würde ich sagen, oder? Ja, das läuft auf jeden Fall. Und irgendwie hatten wir das doch auch schon mal Mitte des Jahres oder so, dass man eine Zeit nicht mit Karte zahlen konnte und eine Zeit lang nicht mit Bargeld oder irgendwie sowas. Was war denn da? Das war da auch irgend sowas, ja. Ja, da ist dann natürlich Rewe. Die machen das dann richtig, verbannt, kein Personal mehr nötig. Bei Rewe Roboter übernehmen. Ja, Rewe, ja, da wird Personal, so weit wie es geht, dann nicht mehr gebraucht. Wird dann bestimmt super entspannt, solche so da einzukaufen, wenn mal spontan irgendwelche Probleme auftauchen und kein Personal mehr da ist. Und ich finde, Menschen können auf Schwierigkeiten definitiv besser reagieren und agieren als so ein blöder Roboter. Weil wenn da irgendwelche Probleme mit Bargeld oder mit diesem Kassensystem da auftreten, holt der Roboter dann tatsächlich den Schraubendreher raus und repariert sich selbst? Oder wie soll das funktionieren? Ist ja nun mal so eine Frage. Also, und räumt die dann auch dann die Regale ein? Und wenn dann mal ein Glas runterfällt, holen die den Wischmopp raus und machen dann sauber? Oder wie soll das Ganze funktionieren? Ja, Technologie soll dann ganz nach vorne gehen. Auch da lassen wir uns überraschen. Ich glaube, das wird nicht so der Knaller. Weil wenn da Kartenzahlung auf einmal nicht mehr funktioniert und der Geldschein dann auch noch so quer da drin hängt. Also ich wäre ehrlich, ich würde nicht mehr bei Rewe einkaufen. Tja, ich tu mich ja schon unwahrscheinlich schwer. Ihr kennt doch diese Kassen,
wo man so eine SB-Kassen, wo man dann sein Bügel dahin stellt und das scannt man das ein und legt das dann da auf diese Waage. Und der sagt ja oder nein. Oder wo man alles selber scannen muss. Also selbst da, die so weit wie ich kann. Ich stelle mich lieber an so eine Kasse an, als so ein Ding zu benutzen. Ich boykottiere das. Ich bin davon kein Freund. Also ich mag das nicht. Da ich habe dann lieber eine Kassiererin vor mir, die bei der funktioniert das. Da kriege ich vielleicht nochmal ein freundliches Lächeln. Kann nochmal einen Klönschnack abhalten oder was auch immer. Das kann ich mit so einem blöden Automaten nicht machen. Oder Quatsch, stelle mich dann nachher auch noch voll. Ja, ich weiß nicht. Kunden geschockt. Weltkonzern verlässt deutsche Großstadt. Ja, WMF, die verlassen Deutschland. Tatsächlich, die haben irgendwie keinen Bock mehr auf die Standorte. Oder auf den Standort. Ich weiß jetzt nicht genau wo und da, aber derzeit sind das in der Großdeutschen Dortmund. In Dortmund gehen bald die Lichter aus. Vorher wird auch alles zu teuer und so und die gehen lieber ins Ausland. Und da kann man dann tatsächlich auch nochmal sein WMF-Topf-Set oder sein Messer-Set dann mit der Post stecken. Liebes Deutschland, liebe Regierung, das ist super, dass ihr unsere guten deutschen Unternehmen aus unserem Land vertreibt. Finde ich super, weil brauchen wir hier auch alles nicht. Wir können uns das ja auch mit der Post stecken. Lieben Gruß an unsere Regierung. Super. Aber unsere Regierung, da kommen wir heute auch noch. Ja, Nierenversagen. 69 Kinder starben nach Einnahme von Hustensaft. Da ist irgendwie was in Nigeria, war das, glaube ich. Banjul. Nigeria? Nee. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall unten im afrikanischen Raum. Die haben da irgendwie Probleme mit dem Hustensaft. Andauernd darauf, der Präsident westafrikanischen Länders. Aber die Lizenz zur verachtenstehenden indische Pharmahersteller. Die haben da irgendwie mit den indischen Pharmaherstellern irgendwie nicht so ganz einen guten Hustensaft bekommen. Da sind jetzt schon 69 Kinder gestorben. Das ist natürlich auch nicht so schön. Da haben die wahrscheinlich gedacht, ja, wir haben hier noch ein bisschen was. Egal, was in der Flasche drin ist, kippen wir mal rein, dann haben wir unseren Füllstand erreicht. Bisschen verunreinigt gewesen da unten. Das ist natürlich auch nicht so geil. Ja, so viel dann zu den Sachen Homöopathie. Ne? Also dann lieber pflanzliche Sachen. Tja, was soll man dazu sagen? Ja, das ist natürlich auch sehr geil. Mein Kampf. Ja, Antifa-T-Shirt, nein, Twitter-User werfen Kaufland Doppelmoral vor. Ja, das war ein Riesending irgendwie die letzten Tage. Im Kaufland Online-Shop waren Antifa-T-Shirts, Säcke, Fahnen und all sowas da zu finden. Da gab es natürlich einen Riesenaufschrei, warum man denn das anbietet. Bei Kaufland muss man ganz ehrlich dazu sagen, das ist zwar nicht richtig, dass sie jetzt die eine Seite machen, jetzt haben sie dann irgendwelche Bücher da noch gefunden und sonstiges, weil gedrucktes Wort und sowas und ach, egal. Aber was man bei Kaufland, was man denen da sagen muss, ist einfach, die haben oben Reiter, wo das anzeigt und verschiedene Werbung durchläuft. Das ist aber dann nicht Kaufland, die es anbieten, sondern Drittanbieter. Das ist ein anderes Unternehmen. Die machen halt nur von den Unternehmen Werbung. Das muss man Kaufland halt einfach zugute halten. Aber da gab es auch schon wieder genug Aufschrei und bla bla bla. Und ich bin ja sowieso allgemein dagegen, dass man irgendwelche Logos oder sonstiges frei irgendwo kaufen kann. Also ist meine persönliche Meinung, ne? Wie gesagt, das muss immer jeder selber wissen, mit was er durch die Gegend läuft.
Mit so einem Antifa-Logo muss ich nicht unbedingt rumlaufen. Ich müsste aber auch nicht unbedingt jetzt mit meinem Kampf irgendwie hier rumlaufen. Das ist irgendwie auch nicht so meins. Ich bin ja eher so die Mitte da, so, ne? Sollen die da, hab zwar mal eine gesunde Meinung, aber ich schlag mich weder auf die eine noch auf die andere Seite. Das können die schön brav alleine untereinander ausmachen. Da halte ich mich tatsächlich raus. Ja. So, was haben wir hier? AfD. Dorothee Max, SPD-Politikerin. Die Zeit ist reif für ein Verbot der AfD. Warum gefallen sie euch nicht? Nur weil sie den Mund aufmachen und sagen, wie es wirklich ist? Ja, Verfassungsschutz wird sie ja schon in Thüringen ein bisschen beobachtet, die AfD. Ja, sie wird beobachtet. Ja. Ist aber bis jetzt noch nichts Auffälliges aufgefallen, weil sonst wäre sie nicht verboten geworden. Ist damals mit der einen oder anderen Partei ja mal passiert. Ne? Und in Thüringen ist es nun mal stärkste Kraft. Habt ihr denn etwa davor Angst? Oder wie soll man das verstehen? Jetzt natürlich alles, was euch nicht gefällt, muss man erstmal verbieten. Ja, habe ich vorhin auch wieder mit YouTube, mit Facebook gehabt, habe ein Video hochgeladen, habe mich erstmal Faktencheck angemault, es fehle der Kontext. Weil Masken, das hatte der von Robert-Koch-Institut gesagt, der Stellvertreter, hätte gesagt oder hat gesagt, Masken laut Studie sind nicht wirklich. Wirken halt nicht oder die haben keinen Nutzen. Hat er tatsächlich gesagt, habe ich vorhin voll wieder Wasser auf die Finger gekriegt. Vielen Dank, Facebook. Ja, fehlt der Kontext. Was für ein Kontext? Ja, egal. Alles verbieten. Italien bezieht weiter russisches Gas. Ja, Vorschriften, 20 Millionen Euro an Sicherheitsgarantie nicht mehr überwiesen konnte. Italien erhält sein Gas aus Russland über eine durch Österreich führende Pipeline. Der österreichische Betreiber hat sich bereit erklärt, sogenannte Nominierung für den Transport zu akzeptieren. Womit die Wiederaufnahme russischer Gaslieferung möglich wurde. Ja, da fließt dann weiter Gas. Sehr schön, vielleicht kriegen wir was aus Italien nachher. Wäre ja auch mal nett. Nur, nicht nur immer, dass wir was darunter schicken, sondern dass wir auch mal was von denen bekommen. Na gut, wir kriegen ja auch was von denen. Also ist ja nun nicht so. Ne, ein bisschen Pizza und Pasta. Und dann ist auch wieder. Gasexperte, wir Deutschen kaufen LNG teuer ein, weil wir so reich sind. Ich habe mir den Bericht durchgelesen. Zuerst, wo ich die Überschrift gelesen habe, habe ich gedacht, was soll mir das schon wieder sagen? Aber nein, ich wurde tatsächlich da drin einen besseren belehrt, weil da hat jemand gesprochen, der LNG weltweit einkauft und verkauft. Ist eine Firma, nennt sich Unternehmen Liquid, 2015 gegründet, Berliner Unternehmer, baut europa- und bundesweite Verteiler, Faststruktur für Flüssiggas. Verteilerinfrastruktur, meine Güte. Ja, ist schon wieder spät. Hab das nicht mehr ganz so. Aber egal, wir haben es ja hingekriegt. Und dieser junge Mann kennt sich tatsächlich aus. Jeder, der ein bisschen wissen möchte, wie das mit LNG funktioniert, wie die Marktlage ist und so weiter, lest euch diesen Bericht durch. Da ist wirklich jemand, der davon Ahnung hat. Und ich sag, ne, doch, ich sag mal, für Deutschland sieht es nicht gut aus, dass wir was Günstiges kriegen. Außer wir bauen eine Pipeline und haben über Jahrzehnte Verträge. Warte mal, Pipeline gebaut haben wir.
Verträge bis 2036 haben wir. Wer lässt es nicht durch? Ach, die hier. Dieses Land wird von Idioten regiert. Genau. Unsere beste Regierung. Ja, sehr schön. Aber könnt ihr euch gerne durchlesen. Wie gesagt, Links alle hier unter. Oder Telegram, Facebook, da sind sie ja schon. Genau. So, was hier, was soll ich dazu sagen, ne? Ukraine ans europäische Stromnetz angeschlossen. Von 17.03.2022 ist das Ganze schon passiert? Ja. Die Ukrainer und die Europäer sind im Stromnetz miteinander verbunden. Sehr schön. Also, wenn das Licht ausgeht, geht's was zum Glück bei uns allen aus. Ja, die mussten viel hin und her bauen und haben unwahrscheinlich viel Geld da wieder reingestopft, dass das funktioniert. Und wer sollte jetzt Strom sparen? Ach ja, die Ukraine. Weil, könnt ihr das Stromnetz zusammenbrechen? Ach, scheiße. Egal, und heute Luftalarm in der Ukraine. Notfalldienst warnt vor weiteren Raketenangriffen. Ja, wundert mich nicht, wenn man den Russen einfach noch mehr zu doll zu ärgert und er, keine Ahnung, 500 Mal schon gesagt hat, lasst es endlich sein, ich hau euch auf die Finger. Nein, was machen sie? Sie pieken weiter, setzen sich mit den Russen nicht an einen Tisch und so weiter und so fort. Und dass der dann irgendwann mal böse wird, wundert mich persönlich nicht. Ja, also, weil, da kann man auch irgendwie meckern über mich und sagen, du verstehst das nicht. Doch, ich verstehe schon, was da drüben abgeht. So, und ich höre mir das an, was er, Wladimir Putin, erzählt. Wenn es hier drüben in den westlichen Ländern so komisch rumgedreht wird, dann ist das, Entschuldigung, nicht mein fucking Problem, sondern allen anderen, die es glauben. Das ist deren Problem, nicht meins. So, wenn denen da irgendwie mal ein bisschen geärgert wird und jetzt er zurückschlägt, ja, ich kann ihn persönlich verstehen, absolut und so weiter. Ja, was haben wir hier? Migranten. Nancy ist unterwegs. Och, Nancy, jo. Will Kommunen mit Immobilien für Flüchtlinge unterstützen. Ja, Kasernen und so weiter und will sie alles auf den Weg bringen. Und wir haben ja Platz. Selbstverständlich, wir helfen allen. Das kriegen wir schon hin. Haben wir da nicht was vergessen, dass irgendwie kein Platz da und keine Immobilien da sind und so weiter? Hat die da was vergessen? Nein. Egal. Müssen bereit sein für weitere Aufnahme aus der Ukraine. Natürlich kommen sie alle her. Hier gibt's was umsonst. Kein Problem. Ne? Sagen die auch die nächste. Grinst auch ganz freundlich. Ja, schön. Ja, egal. Neue Machtverteilung. Deutschland war gestern. Jetzt kommt Osteuropa. Kann man sich durchlesen, wenn man mal ein bisschen was zum Nachdenken braucht? Ja, kann ich euch nur empfehlen, weil irgendwie läuft da gerade was schief. Oder auch nicht, kommt drauf an, von wo man ist. Ja, kann man sich durchlesen, sehr interessanter Artikel. Ja, Insolvenzen, Firmenpleiten steigen in Deutschland rasant an. Pleitewelle, nein, T-Online. 34% über den Vorjahreswert. Ach, schade. Wie war das? Die sind ja nicht insolvent, sondern hören auf nur zu produzieren. Ja, Herr Habeck. Jo. Was haben wir hier? US-Konzern Mars künftig Lieferstopp an
Diese Supermärkte sind Supermärkte, ja, sind betroffen. Ja, Aldi und Konsorten und Netto und ach, Penny und Rewe. Ja, gibt auf jeden Fall kein Onkel Ben's mehr, Macaroli, Miracoli, Tierfutter, Petri, Sheba, Whiskas. Ja, gehören alle zu diesem US-Konzern. Gehört dann auch noch wieder zu Nestle, ne? Weil Nestle, Mars ist ja nun Tochterfirma von Nestle. Ja. Da gibt's auch nichts, weil die wollen über 20% oder so mehr für ihre Ware haben und die großen Konzerne sagen, kriegst du nicht. Finde ich auch richtig so. Ja. NBW erhöht Gaspreise um 38%. Na, herzlichen Glückwunsch. Hier geht's weiter, weil nur teuer. Hier. Das zweite Mal in diesem Jahr machen sie einen Aufschlag. Sehr schön. Läuft auf jeden Montagsspaziergänge, Montagsdemo, was derzeit wirklich auf den Straßen los ist. 90.000 Demonstranten, waren das nicht vorhin noch 80.000? Am Montag haben sich bundesweit über, hier standen tatsächlich vorhin 80.000. Jetzt stehen hier 90.000. Na, egal, 10.000 mehr dazu gekommen. Ich sollte davon Screenshots machen. Sehr geil. 90.000 Demonstranten deutschlandweit, finde ich schon mal eine Ansage. Das Ding, da bin ich ja vorhin fast aus den Socken gefallen. Was ist denn mit Frau Thunfisch los? Thunberg los? Greta Thunberg klatscht für Habeck und die Grünen. Sie will den AKW-Weiterbetrieb. Was ist denn mit der passiert? Ja, die sind halt dann doch besser wie die Kohlekraftwerke. Und das von Frau Thunfisch, Thunberg. Unglaublich. Ist sie mit ihren 19 Jahren dann doch ein bisschen weise geworden, hat gesagt, ist dann doch gar nicht so doof, so ein Ding. Sicherer Strom und so weiter. Windflattermänner sind dann doch doof. Ja, wie gesagt, sehr abgefahren. Finde ich doch alles schön. Und auch nicht. Aber es geht auf jeden Fall voran in diesem Land. Wie gesagt, links alle, hier, da oben, da Facebook, da Telegram, sind sie schon. Oder unter dem Video hier, da sind sie auch. Sind alle links vertreten. Ich denke mal, wir sehen uns morgen. Da gehe ich ganz stark von aus. Habt alle noch einen schönen Abend. Angenehme Nacht. Und ich denke mal, morgen wird es dann auch nicht ganz so spät mit der Sendung. Glaube ich nicht. Ich kriege es früher hin. Morgen habe ich ein bisschen mehr Luft. Habe zwar ein paar Kleinigkeiten zu erledigen, aber danach geht's los. Alles klar. Habt euch wohl. Wir sehen uns. Von daher, ciao, ciao. Auch bei uns hier in meinem afrikanischen Staat. Haben Sie schon irgendwann mal eine Fresse bekommen? Und wir werden weiter daran arbeiten, dass niemand allein auf sich gestellt bleibt. Auf die Blödheit, wie Sie da erzählen, ist schon einmal grenzenswert. Cannabis reicht ja nicht. Sondern da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth. Über 50% der Politiker schwer Geistesgrenze. Sie sind schwer narzisstisch. Dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt. Wir sollten Europa nicht den Laien überlassen. Egal, was das Szenario zum Schluss sein wird, wir werden diesmal sehr gut vorbereitet. Karl Lauterbach hat Medizin studiert, aber er ist kein Arzt.